Abrakadabra, wir haben Feuervogel als unseren Vater? Ja, warum nicht? Warum nicht? Feuervogel hört sich gut an, Sachen anzünden. Wir spielen Hilfort. Das ist ja schön. Natürlich. Natürlich machen wir hier Bullshit. So, das brauchen wir hier nicht da vorne. Was wir allerdings brauchen, ist das. Und das, damit wir hier schräge Windmühlen drauf platzieren können. Genau so sieht's aus. Und dann holen wir uns gleich etwas Tech. Nämlich die hier. Bevor wir das hier aber auch weggemacht haben. Ne? Ich hätte aufpassen sollen. Ne? Weil wir wollen natürlich nicht, dass unser Fort umkippt. Komme ich schon wieder nicht ran? Naja. Dem Jungen geht's gut. Der hat eindeutig Spaß daran, zu treffen. Da vorne haben wir gerade mächtige Scheiße gebaut, aber hey. Jetzt hat das getroffen. So, wir haben den Start hier komplett verkackt, natürlich. Habe ich gar nicht dran gedacht. Das passt da nicht hin. Okay. Auch egal. Das ist das stabilste Fort, was ihr je gesehen habt. Also, trust me. Das muss so. Das ist halt absolut schlecht gerade hier. Alles, was ich tue. Ich habe die komplette Strat für alles verkackt hier. So, kann er nicht ein bisschen höher ziehen? Nee, kann er nicht. Kann er ja aber vielleicht, wenn ich ihm ein bisschen hier Gewicht an Arsch hängen. Dann haben wir auch genug für die Tech gleich mal. Tech gleich mal. So. Das ist arschteuer, aber wir machen's. Kriegen wir trotzdem keine Dings mehr hier rein, ne? Naja. Was willst du machen? Außer das hässlichste Fort der Welt bauen. Obviously. So, er scheint noch nicht auf krassen Shit zu gehen. Geht mir hier übelst auf die Eier, dass das da nicht passt. Dass ich auch die Kackstrebe hier nicht eingezogen bekommen habe am Anfang. Geht mir auch krass auf die Eier. Aber gut, was soll's. So, ziehen wir hier ein bisschen Stabilität noch irgendwie rein. Irgendwie so ein Ding hier noch. Und dann noch so ein Ding hier. Naja, muss ja nicht schön sein, muss einfach nur irgendwie Stabilität reinbringen. Ja, gut. So. Wir bauen unsere erste nette Cannon.
In einem relativ hohen Winkel natürlich. Und verkacken einfach alles, aber hey. Ne, wir zeigen den Gegner auch stolz, was wir haben, natürlich. Muss ja jeder auch sehen können. So. Ist okay. So, hier, ja, gut, da hätte ich natürlich gerne mal so ein Schild vorgehabt. Ja, Leute, Schönheit ist es. Also, auf Schönheit gehen wir heute jetzt gar nicht. Das ist ein krasser Winkel. Was baut er hier? Kanonen. Okay. Hey. Soll er machen. Stört mich jetzt nicht sonderlich viel. Kippt alles ein bisschen nach vorne, aber... Was soll's? Wir floaten auch seit 30 Jahren Metall. Aber das ist okay. So, ich finde das nicht nett, dass er da eine Kanone baut. Deswegen muss ich da mal ganz kurz Hallo sagen. Ne, so ganz unverfänglich. Ich wollte gerade sagen, beruhigen Sie sich bitte. Ne? So, das hier natürlich aus normalem Holz. Wenn möglich. So, wir wollen ja nicht allzu viel von der Kanone verlieren. So, ja, es ist, wir nerven ihn. Ein paar Sandsäcke hier mal hin. das wollen wir nicht haben. Und hier, natürlich müssen wir jetzt auch langsam mal... anfangen, Zeug reinzusetzen. Das heißt, Zeug reinzusetzen, aber... So, wann will er schießen? Er hat gerade geschossen, ne? Ach, egal. Schießen wir lieber vorher. Ne, um ihn so ein bisschen zu nerven. Ja, guck mal. Mm. Die Armen. Wie heißt es? Windturbinen. Na, nicht unbedingt mit dem. Bei den Windturbinen, das kommt nicht so gut. Wenn ihr euch fragt, warum das so wackelt, das muss so. Achso, ihr könnt durchaus mal in eine Feuergruppe rein. Ja, nicht der beste Winkel, aber wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Nee, den hier möchte ich. Ach, nicht unbedingt so fett. So, lieber, ja, genau. Bisschen hoch. Verdammt. Das passt schon irgendwie. Hier eine normale Kanone rein. Das hast du nie gesehen. Ach, da kann ich jetzt nichts mehr hinmachen, ne? Sad life, aber hey. 2000 brauche ich. Oh, für beide. Ja, weil hier kein Strom mehr ist. Ich noob. Ja, das ist natürlich professionell. Guck mal, 97. Guck mal, wie viel besser das geht, wenn man noch actually Strom hat. Ne? Der baut da echt viel Shit vor. Finde ich jetzt schwierig, um ehrlich zu sein. So. Da schießt er jetzt einmal rein. Ja, dich brauchen wir nicht mehr. Ich hätte das hier gerne lieber alles aus Holz.
Ich will mir hier keinen random Shot einfangen und dadurch sterben. So. Nice. Hätte ich jetzt was zum Follow-upen? Dann wäre ich richtig happy. Aber habe ich nicht. Ja. Guck mal, wer schlau war und da Shit hingelegt hat. Guck mal, da wahrscheinlich eh immer auf den Winkel hier schießen wird. Gönne ich mir das noch. So, und jetzt haben wir die nette Cannon. Guck mal, soll die mal Hallo sagen? Und sollen die auch noch mal Hallo sagen? So, wir haben am Ende nicht den geilsten Winkel. Ach, er will hier von oben raufgehen. Ja. Er will hier so ein Mörser-Shit machen. Nicht mit mir, Kollege. Nicht mit mir. Er kann eigentlich nirgends runter. Nirgends, wo es zumindest relevant wäre. Nice, er hat sich selbst angeschossen. Ja, und hat dann auch keinen Bock mehr. Nice! Es war etwas stressiger. Hallo, kann ich jetzt hier... Da, sofortiges Replay. Nein, darf ich nicht, okay. Hilfort. Schauen wir mal. Was hat der Junge hier getan? Ne, weil die Idee ist ja gar nicht schlecht. Er schießt hier rein, hier hoch und es kommt wie so ein Todesmörser wieder runter. Hat er hier die Stabilität eigentlich reingezogen? Ja, gut, er hatte da nichts drinstehen, ne? Ja. Ich muss erst die Balken ziehen und dann das Eisen platzieren da. So, dann habe ich ihn genervt. Genervt. So, und dann wollte er hier durch. Ups, nicht das Mikrofon schlagen. Ach, die Kanone ist ja nicht mal gebaut, da fehlt ja noch was. Ja, guck mal, und hier hat sogar funktioniert. Er hat reingeschossen, das ging oben raus. Aber kam nie wieder runter. Okay. So, jetzt hat er es ausgewählt und jetzt sehe ich nicht, wie lange es braucht zum Nachladen. Okay. Ja, er hat irgendwie einfach durchgeschossen. Wo hat er denn hingeschossen? Hat er genau hier runter? Kann ja gar nicht. Er hat straight... War sein Portal aus? Warum war sein Portal aus? War sein Portal aus? Weird. Nee, es war nicht aus. Ich meine, er hat auch gebrannt, ist fuck, ne? Also... Den Sieg nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Spieler KI Warzenschwein? Ach, Commander. KI, ich wollte gerade sagen, ihr habt doch nicht jede KI gespielt. Das war schon eine Rangliste. Wo sind wir eigentlich jetzt schon? Ja, wir sind genau da, wo wir aufgehört haben ungefähr. 66% Windchance. Passt, eins gewonnen, eins verloren. Ich würde sagen, wir hören uns morgen nochmal. Haut rein. Bye bye.